cosa viene fuori? Also, was kommt dabei heraus? E leggendo la parola di Dio, mantenendo fermi quei punti che ho detto nella prima insegnamento. Also, wenn wir das Wort Gottes lesen und diese Punkte, die ich im ersten Teil schon erklärt habe, bei uns behalten. Guardiamo la parola di Dio. Schauen wir uns jetzt das Wort noch einmal an. Cosa viene fuori? Was kommt dann dabei heraus? La parola di Dio nel versetto dice improvvisamente. La parola di Dio nel versetto 2. Also im Vers Nummer 2 sagt dice uns das Wort, improvvisamente. Sagt uns das Wort Gottes plötzlich. Ecco, dopo pranzo spiego cosa vuol dire questo improvviso. Also nach dem Mittagessen erkläre ich dann, was dieses plötzlich bedeuten soll. E dopo dice, avviene un grande terremoto. Also es sagt dann, es kommt ein großes Erdbeben. Avviene un grande terremoto. Es steht, entsteht ein gewaltiges, ein großes Erdbeben. Questo è un particolare fisico, biologico, che dice una verità interiore. Also das ist ein physisches Ereignis, das euch eine innere Wahrheit sagen soll. Cos'è il terremoto? Was ist denn dieses Erdbeben? Se voi andate per esempio nella città di Aquila in Italia. Also wenn ihr zum Beispiel in die Stadt Aquila in Italien geht. Voi vedete che prima c'era una chiesa bellissima. Werdet ihr sehen, dass vorher eine wunderschöne Kirche stand. Avviene un terremoto. Und dann ein Erdbeben kam. In 5 secondi non c'è più niente. Gibt's gar nichts mehr. Cosa vuol dire questa parola che Matteo usa in questo versetto? Was soll uns dieses Wort sagen, das Matthäus in diesem Vers benutzt? Come che noi capiamo che lo Spirito Santo agisce nella nostra vita o nella vita della parrocchia? Also, wir müssen verstehen, dass der Heilige Geist in unserem Leben handelt, in dem Leben der Pfarre. Se avviene un terremoto nella nostra vita. Eben dann, wenn ein Erdbeben in unser Leben kommt. Un cambiamento totale nella nostra vita. Eine komplette Veränderung in unserem Leben. Questo è un segno dell'azione di Gesù. Das ist eben ein Zeichen von dem Handeln Jesus. Quando improvvisamente wenn dann plötzlich avviene tutto un cambiamento nella mia vita. Eine komplette Veränderung in meinem Leben passiert. Mi si aprono gli orizzonti. Die Horizonte sich öffnen. Sento che devo fare qualcosa di differente da quello che era prima. Und ich spüre dann, dass ich irgendetwas anders machen muss als vorher. Cioè, praticamente da una vita di morte io entro in una vita di luce. Und dann kann man so sagen, dass ich von einem Leben des Todes, des Sterbens in ein Leben von Licht eintrete. Da una vita di morte a una vita di luce. Von einem Leben von Tod in ein Leben von Licht. Voi guardate per esempio, voi sapete per esempio persone che sempre si lamentano, no? Also ihr kennt sicherlich alle Personen, die sich die ganze Zeit beschweren. Grazie a voi, grazie a Dio, in mezzo a voi non c'è nessuno che si lamenta. Und dank Gottes gibt's aber unter euch keinen, der sich beschwert. Non è vero. Stimmt das? Stimmt auf. Ne? Ne? Persone che sempre si lamentano di tutto. Also eben Personen, die sich immer über alles beschweren. Cioè, il mattino ci sono delle nuvole. Also in der Früh sieht dann die Wolken. Ecco, aspetta, niente sole. Und sagt schon, ma, keine Sonne mehr. Il giorno dopo appare un sole che spacca le pietre. Und am Tag nachher gibt's dann eine riesengroße Sonne, die alles überstrahlt. Ah, ci poteva essere almeno alcuna nuvola, che caldo che c'è. Es könnte schon zumindest eine Wolke geben, das ist so heiß. Scende la neve. Es kommt Schnee. Mamma mia, che freddo che c'è, non si sta bene. Wie kalt, also so geht's mir auch nicht gut. Un sole ad agosto. Eine Sonne im August. Mamma mia, che caldo, non si resiste più. Viel zu heiß, das geht ja gar nicht. E sempre ci lamentiamo. Und so regen wir uns täglich auf. E sempre ci lamentiamo. Und immer weiter regen wir uns auf. No, voi no, perché voi siete santi, ve l'ho già detto. Ihr nicht, weil ihr seid heilig. Gli altri. Nur die anderen. No, tu no, perché tu sei santo, non è tu vero, nicht, eh? Weil du bist heilig. E so così. So ist es dann. Cosa succede?
dalla morte, dalla persona che sempre si lamenta. Also von was passiert dann? Vom Tode, von dem Sterben, einer Person, die immer sich aufregt. Finalmente io mi alzo. Steht man endlich auf. E vedo tutto positivo. Und sehe alles Positive. Tutto bello. Alles Schöne. Tutto assume un nuovo modo. Alles sehe ich in einer neuen Art. E Gesù che dice? Und Jesus sagt: Io manderò lo Spirito Santo su di voi. Ich werde euch den Heiligen Geist herabschicken. E lui fa nuove tutte le cose. Und wird alle Dinge neu machen. Nuove tutte le cose. Alle Dinge neu machen. Io riesco a vedere il positivo in tutte le cose. Und ich werde dann hinausgehen, um alles Positive in den Dingen zu sehen. È l'esperienza di San Francesco. Das ist eben die Erfahrung von Fratello Franciscus. Fratello Sole. Sorella Pioggia. Von Bruder Sonne und Schwester Regen. No, sempre positivo. Und er ist immer positiv gewesen. Vedeva in tutte le cose il tocco di Dio. Er hat in jeden Dingen das kleine Stückchen Gott gesehen. Ma questo è un terremoto. Und das ist eben dieses Erdbeben. Oggi, dopo pranzo, chiederemo lo Spirito Santo nuovamente per noi. Heute nach dem Mittagessen werden wir den Heiligen Geist erneut bitten. E sarebbe bello se tutti quanti voi poi dopo con un terremoto dello Spirito Santo. Und es wäre wunderschön, wenn ihr alle dann mit einem Erdbeben vom Heiligen Geist. Tutti quanti. Wir alle. Nella piazza centrale di Vienna. Dass wir dann alle in dem Hauptplatz von Wien. Sopra una colonna. Auf eine Statue steigen. Gesù è risorto! Und dann schreien, Jesus ist auferstanden. Alleluia! Alleluia! Lo Spirito Santo è sceso su Vienna. Der Heilige Geist ist auf Wien herabgekommen. Una nuova vita. Ein neues Leben. Alleluia! Alleluia! E vi metteranno tutti quanti in galera. Und wir werden alle eingesperrt werden. O in manicomio. Un terremoto. Ein Erdbeben soll das Un sein. Un terremoto. Ein wirkliches Erdbeben. Ecco, quindi la parola di Dio dice. Also das Wort Gottes una volta che tu hai chiaro quelle cose che ci siamo detti nel primo momento di catechesi. Sobald du einmal diese Dinge klarstellst, die wir im ersten Teil besprochen haben. Avviene un grande terremoto. Kommt dann ein großes Erdbeben. E l'angelo del Signore scese dal cielo. Und der Engel des Herrn kam herab vom Himmel. Si avvicinò. Er hat sich herangetreten. E muove la pietra. Er ist eben an das Grab herangetreten und wälzte den Stein weg. Oh, qualcuno di voi è andato a Gerusalemme a vedere il Santo Sepolcro? Ist irgendjemand von euch schon in Jerusalem gewesen und hat dieses heilige Grab gesehen? Ecco, voi vi hanno detto, vi hanno raccontato di questo grande masso. Also euch circolare, haben sie sicherlich erzählt von diesem großen runden Stein. Che arrotolato, che è spinto per poter chiudere il buco der del sepolcro. Vor das Loch gerollt worden ist, um dieses Loch des Grabes zu schließen. Ne? E la parola di Dio dice. Neben das Wort Gottes sagt. Appare l'angelo. Es kommt der Engel. Smuove questa pietra. Er bewegt diesen großen Stein. E ci si siede sopra. Und er setzt sich drauf. Sono tutti simboli per dire una verità. Das sind alles Einzelheiten, um eine Wahrheit zu erklären. Qual è la verità? Und was ist la verità Wahrheit? È questa. Die Wahrheit ist Gesù ha vinto la morte. Jesus hat den Tod besiegt. No, quella pietra chiudeva un sepolcro, chiudeva un punto di morte. Also dieser Fels, der hat das Grab zugemacht, der hat einen Zeitpunkt des Todes verschlossen. Cosa viene fuori? Und was kam dann heraus? Questa pietra è portata via e Dio si siede su questa pietra che dominava la morte. Also der Fels wurde weggerollt und Gott selber setzt sich auf den Felsen drauf, der den Tod dominiert hat. Dite com'è? Sagt es gemeinsam mit mir. Noi? Wir? Non siamo più per la morte, sind nicht mehr für den Tod, ma siamo per la vita. Wir sind für das Leben. Alleluia. 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 Capito? Alleluia. Verstanden? Capito.
Verstanden? Ja, 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 ja. Perché la morte è stata vinta. Weil der Tod wurde besiegt. Perché l'angelo si è seduto su quello che era il segno della morte. Weil der Engel hat sich eben auf dieses Zeichen des Todes gesetzt. Noi siamo fatti per la vita. Wir sind für das Leben gemacht. Posso raccontarvi un'altra barzelletta? Kann ich einen anderen Witz erzählen? Tak. Ja? Ja, 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 ja. Oh, allora, una coppia di sposi. Also ein Ehepaar. Come ti chiami tu? Wie heißt du? Helmut. 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 Tu? Regina. Sposi? Regina. Seid ihr ein Ehepaar? Ja. Ja. Hemok e Givina. Regina, Regina ed Helmut. Helmut. Helmut e Regina. Allora, dopo 70 anni di matrimonio. Also nach 70 Jahren von Ehe. E Regina muore. Stirbt dann Regina? 70 anni di matrimonio va bene, no? Also 70 Jahre Ehe, das ist okay, oder? Da. O ne vuoi meno? Oder magst du weniger haben? Nee. Nein? Nein. 70 anni di matrimonio. Also 70 Jahre Ehe. Va nel paradiso e si incontra con San Pietro. Also Regina geht dann ins Paradies und sie trifft den heiligen Petrus. San Pietro vede Regina. Der heilige Petrus sieht Regina. E dice Regina. Und er sagt Regina. Non chiamo neanche Gesù. Non chiamo Gesù per giudicarti. Entri also subito in Paradiso. Jesus, ich werde Jesus gar nicht rufen, um dich zu beurteilen. Perché kannst sofort ins sempre Paradies. Sempre a messa, hai sempre aiutato, hai sopportato tuo marito. Du bist immer in die Messe gegangen, du hast immer geholfen, du hast deinen Ehemann ausgehalten. Diretta in Paradiso. Direkt ins Paradies. 10 anni dopo muore Helmut. Und 10 Jahre später stirbt dann auch Helmut. Helmut. Se arriva in paradiso. Und auch er kommt ins Paradies. Incontra San Pietro. Sieht den heiligen Petrus. E Pietro dice ad Helmut. Und Petrus sagt ihm. Ah, non chiamo neanche Gesù, perché anche tu sei un santo. Ich brauche Jesus gar nicht einmal rufen, weil auch du bist ein Heiliger. Entra subito in paradiso. Geh sofort ins Paradies. Helmut guarda Pietro. Und Helmut schaut Petrus an. E dice aspetta. Warte mal. Warte. E dov'è Regina? Wo ist Regina? Dice in paradiso, dice Pietro. Naja, Pietro sagt, die ist im Paradies. Ah, allora io vado all'inferno. Also, nein, dann gehe ich in die Hölle. E Pietro dice, ma come in all'inferno? Ma sei matto? Und Pietro sagt, aber bitte, wieso in die Hölle? Bist du verrückt geworden? Dice, immaginati. Also er sagt, na komm bitte, stell dir das 70 vor. Anni di matrimonio, 70 Jahre Ehe. E devo vivere eternamente con Regina. No. Also ich muss für die Ewigkeit mit der Regina leben? Nein. Vabbè, Pietro dice, oh, sei libero di fare quello che vuoi. Pietro sagt, na gut, also du bist frei, das zu tun, was du möchtest. Vai all'inferno. Geh zur Hölle, wenn du möchtest. E in quel momento arriva Gesù. Und in dem Moment kommt Jesus. E Pietro dice a Gesù. Und Petrus sagt Jesus. Ma guarda sto matto di Helmut che è voluto andare all'inferno invece che stare in paradiso. Und schau dir den Wahnsinnigen an, den Helmut, der wollte in die Hölle gehen anstatt ins Paradies. E Gesù invece di piangere comincia a ridere. Und Jesus, anstatt dass zu weinen beginnt, fängt zu lachen an. Ma ridere proprio da piangere. Also er lacht so viel, dass schon wieder zum Weinen anfängt. Piangere. Ihm kommen die Tränen. E Pietro dice Gesù, ma sei impazzito anche tu? Und Petrus sagt zu Jesus, ma bist du auch wahnsinnig geworden? E Gesù dice no. Er sagt nein. Non sa chi incontra all'inferno, la suocera. Er weiß nicht, wen in der Hölle trifft, die Schwiegermutter. È solo una barzelletta, es ist nur ein Witz, nur ein Witz. Una barzelletta, lei ha detto al marito. Also sie hat jetzt dem Ehemann gesagt. Adesso. Jetzt. Ce la vediamo in casa, poi. Also hey, aufpassen, wir sehen sie dann zu Hause, gell? Bene. Allora, essere gioiosi. Also,
freudig zu sein. Trasformare sempre quello che è morto, quello che non è vita, in vita. Alles das, was gestorben ist, was nicht mehr lebt, zu verwandeln in Leben. Sant'Agostino, dicevo prima, dice: dove non c'è amore, metti amore. Also der heilige Augustinus hat ja gesagt, ich habe es euch schon vorher gesagt, wo keine Liebe ist, gebt Liebe hinein. E troverai amore. Und du wirst Liebe finden. E quella, la morte non esiste più. Und der Tod existiert nicht mehr. La morte per noi è solo un passaggio alla vita eterna. Also der Tod für uns sollte einfach nur ein Schritt zum ewigen Leben sein. Immaginate, ci ritroveremo tutti in paradiso. Also stellt euch vor, wir werden uns alle wiedersehen im Paradies. Tutti. Alle. Tutti volete andare in paradiso? Ja, alle wollt ins Paradies, oder? Ja, 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 tutti, ja, tutti, ja, ja. Dico io, eh. Ja, qualche annetto di purgatorio forse, no? Also vielleicht ein, zwei Jahre von Fegefeuer. Ja, nein, 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 nein. Solo, solo paradiso, solo paradiso. Ecco. Va bene, allora terremoto, ok? So, also, zurück zum Erdbeben. Cioè, un segno della del nostro essere figli di Gesù. Also ein Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind. E questo terremoto. Dass wir Kinder von Jesus deve, sind, ist dieses Erdbeben. Deve avvenire nella nostra vita. Er muss in unser Leben kommen. Se io rimango là sempre apatico, senza vita, sempre mi lamentando, vuol dire che wenn Gesù... ich die ganze Zeit da bleibe, apathisch und mich immer aufregen und beschweren, dann wird Jesus sagen, Nein. Ok, allora andiamo avanti. Also, gehen jetzt weiter. Guardate che questa parola di Dio è ricchissima, eh? Also schaut euch an, dieses eine Wort Gottes, das ist wirklich sehr reich. Prendiamo nuovamente il Vangelo. Also nehmen wir uns wieder das Evangelium. E dice allora, improvvisamente avviene un grande terremoto. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben. L'angelo si siede sulla pietra. Denn ein Engel kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg e und setzte sua, sich darauf. E dice, era come, la sua apparenza era come un fulmine. Und das Wort sagt, seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz. Come un fulmine. Wie ein Blitz. Capite? Non so se ci riusciamo a entrare nella parola di Dio. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich eintreten können in dieses Wort. Essere sempre un fulmine nella vita. Man muss immer ein Blitz sein im Leben. Pieno di energia. Voller Energie. Pieno di gioia di vivere. Voller Freude zu leben. Felice. Freudig. Sempre. Immer. Wow. Ma è bello veramente. Also das ist ja wirklich das Wunderschöne. Perché la parola di Dio dice l'angelo era come un fulmine di vita. Das Wort Gottes sagt eben, dieser Engel war wie ein Blitz. Che bello se tra noi fossimo sempre un fulmine di vita. Also das wäre schon schön, wenn wir immer ein Blitz des Lebens wären. Una gioia continua. Eine durchgehende Freude. Invece di tornare a casa, tu marito che torni al lavoro. Und nicht nach Hause gehen und dann den Ehemann, der zur Arbeit zurückkehrt. E tua moglie? Und die Ehefrau, neanche ti dà più un bacio. Die gibt dir dann nicht mal mehr einen Kuss. Perché sei diventato così brutto. Weil du bist so schier geworden. Sempre. Invece no. Aber nein. Sempre un fulmine. Immer ein Blitz sein. Sempre vita. Immer das Leben sein. Halleluja. 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 Sempre. Immer. E allora la parola di Dio dice come un fulmine. Also das Wort Gottes sagt wie ein Blitz. E dopo continuiamo. Und dann gehen wir weiter. E le sue vesti bianche come la neve. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. E bianche come la neve dice il fatto della bontà. Und dieses Wort weiß wie Schnee, das sagt uns die Tatsache della purezza, von der Reinheit. Di poter aiutare sempre l'altro. Es soll uns zeigen, dass wir immer dem anderen helfen. Ma avviene una cosa meravigliosa. Aber es geschieht eine wunderbare Sache. E vorrei che voi foste a leggere il versetto 4, voi stessi. Und ich möchte, dass ihr jetzt einmal für euch Vers Nummer 4 lest. Tutti quanti, leggete il versetto 4. Alle hier
Vers 4. Forza, leggete insieme. Also, gemeinsam. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Nuovamente, tutti insieme più also, forte. Also alle gemeinsam, sprechen wir gemeinsam. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Wow. Che cosa succede quindi qui? Was passiert hier? Guardate che cosa c'è scritto also, dentro schaut, queste parole. Schaut, was da geschrieben ist in den Worten. Le guardie die Wächter, erano state messe lì perché? Wieso waren die dort postiert? Perché? Wieso? Dass er nicht gestohlen wird, der Leichnam Jesu. Können rubern euch. Non rubare, per non rubare il morto. Ja, dass eben den Toten nicht stehlen. Non è vero. Das stimmt ja. Il sommo sacerdote aveva ordinato di lacrare la pietra. Also es wurde eben befohlen, diesen Stein zu bewachen. Aveva messo le guardie. Dort deswegen hat die Wächter hingestellt. Perché là c'era un morto. Weil da ja ein Toter war. L'uomo che vuole costruire nella morte. Eben ein Toter, ein Mensch, der im Tod erbauen wollte. L'uomo che vuole mantenere tutto nella morte. Der Mensch, der alles im Tod behalten möchte. Vedi come risponde la tua domanda. Also siehst du wieder, dass sich die Frage auch beantwortet, deine erste Frage? Una parte dell'umanità. Ein Teil von der Menschheit che vuole la morte möchte eben, dass der Tod morte. Möchte, dass der Tod bleibt, möchte, dass die Leute tot bleiben. Vuole la morte che rimanga morte. Also eben ein Teil von der Menschheit will, dass der Tod auch der Tod bleibt. Impressionante. No? Costruttori di morte. Das sind dann Erbauer des Todes. Guerre. Erbauer von Krieg. Aborti. Von Abtreibungen. Von Abtreibungen, von bambini, Missgestalten. Bambini soldato. Das sind Erbauer von Kindersoldaten. No, costruttori di armi, di bombe. Erbauer von Armeen, von Bomben. Cosa succede? Und was passiert? L'uomo che vuole mantenere tutto nella morte. Der Mensch, der alles im Tod behalten möchte. E quindi che cosa fa? Was macht dieser Mensch? Mette anche le guardie perché tutto rimanga nella morte. Er stellt eben auch Wachen auf, damit alles im Tod perché bleibt. Tutto rimanga nel sepolcro. Dass alles im Grab drinnen bleibt. Perché vuole dominare la morte. Er möchte den Tod dominieren. Vuole decidere sulla morte. Er möchte über den Tod entscheiden. No, tutti questi grandi problemi dell'umanità che costruisce nella morte. All diese großen Probleme der Menschheit, die in dem Tod erbaut werden. Milioni e milioni di bambini che vivono nella morte. Aber tausende von Kindern, die im Tode leben. Io c'ho una comunità in Venezuela. Ich habe eine Gemeinschaft in Venezuela. Che è il secondo paese più ricco di petrolio del mondo. Das das zweitreichste Land ist in Öl. Also es hat il secondo, il secondo più ricco del mondo. Das zweitreichste Land der Welt. E i nostri missionari che sono là. Und unsere Missionare, die dort sind. Ci stanno dicendo. Die sagen uns. Che tanti stanno morendo di fame. Dass so viele Leute vor Hunger sterben. Questo dittatore Maduro ha creato una milizia, una polizia segreta. Der Diktator, der dort herrscht, hat eine geheime Polizei erschaffen. Che quando qualcuno si permette di dire solo parlando con l'altro che non accetta questo governo, sparisce. Dass eine Person, die auch nur mit einem anderen Freund redet und sagt, dass er diese Regierung nicht akzeptiert, die Person verschwindet dann. Io devo mantenere tutto nella morte. Also der Diktator sagt, ich muss alles im Tod behalten. Per essere, per io dominare. Dass ich dominieren kann. Terribile, no? Terribile. Terribile. Das ist schrecklich, terribile. Oder? Ma cosa succede? Und was passiert? Succede una cosa impressionante.
Es passiert eine beeindruckende Sache. Avete letto la parola di Dio? Habt ihr gelesen das Wort Gottes? Le guardie rimasero con molta paura. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern. Dell'angelo. Eben vor Angst des Engels. Tremarono e rimasero come morte. Sie haben angefangen zu zittern und sind wie tot zu Boden gefallen. Juhu! Alleluia! 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 Guardate che razza, che cosa impressionante! Schaut euch eben diese beeindruckende Sache no. an. I morti, no, i vivi. Nein, nein, die Lebenden. Sono le guardie. Die Lebenden, die die Wächter sind. Rimangono morte. Die bleiben dann tot. Il morto. Und der Tote. Che era morto. Der tot war. Vive. Der lebt. Wow. Com'è la cosa? Wie wunderbar. Quello che vuole la morte, che rimanga morte. Die wollen, dass der Tote tot bleibt. Muore. Die sterben. Quello che è morto. Und der tot war. È morto. Ja, der ist tot. Non può fare niente. Er kann eigentlich nichts machen. Vive. Und der lebt. Vai. Com'è la storia? Schau das an. Abbiamo un Dio meraviglioso, non è vero? Wir haben schon einen wunderbaren Gott, oder? Abbiamo un Dio stupendo. Wir haben einen wundervollen Gott. La morte che vuole la morte muore. Der Tod, der den Tod möchte, der stirbt. La morte che è morte diventa vita. Und der Tote, der eigentlich tot ist, der lebt. Assurdo. Das ist absurd. Assurdo. Wirklich absurd. Non è vero? Stimmt das nicht? Perché la morte dovrebbe cioè la morte è morte, è morte, insomma. Naja, weil der Tod ist ja der Tod. Der ti mettono sotto due metri di terra e pronto, è finito là. Wenn sie dich zwei Meter unter den Boden stellen, dann ja, ist aus, bleibst dort. È stato molto simpatico l'anno scorso, ero in Polonia. Es war letztes Jahr eine echt schöne Sache, da war ich in Polen. Predicando in una città. Ich habe in einer kleinen Stadt gepredigt. E continuavo a dire questi due noi che saremo sepolti due metri sottoterra. Und ich habe eben immer gesagt, wir, die zwei Meter unterm Boden begraben sind. Due metri sottoterra. Zwei Meter unter dem Boden. E caveranno la fossa due metri sottoterra. Und sie werden eben diesen Stein zwei Meter unterm Boden stellen. E tutti quanti diventeremo una bella alimento per i vermiciattoli. Und wir werden dann alle zu wundersuper tollem Essen für die kleinen Würmer werden. Soprattutto chi è più grasso, i vermetti saranno molto contenti. Die halt ein bisschen dicker sind, da werden sich die Würmer freuen. Due metri sottoterra. Zwei Meter unter der Erde. Alla fine dell'insegnamento. Also und am Ende von dieser Lehre, von dem Treffen. Viene un signore. Kommt ein Herr zu mir. Mi punta il dito negli occhi. Der steckt mir den Finger schon fast in die Augen. E arrabbiato mi dice. Und er sagt mir voller Wut. Guai a lei se mi parla ancora di due metri sottoterra. Wehe Ihnen, der Sie mir nochmal über zwei Meter unterm Boden sprechen. Io gli dico, perché? Wieso? E lui dice. Und er sagt. Io sono quello che seppellisco i morti in questo paese. Io sono quello che seppellisco i morti in questo paese. Seppellisco, scavo due metri. Also ich bin eben der die Leute zwei Meter unterm Boden eingraben muss. E io scavo sempre un metro e mezzo, non due metri. Ich grabe immer nur eineinhalb Meter, nicht zwei. Adesso mi chiederanno tutti di scavare due metri perché lei ha parlato. Und jetzt werden mich alle fragen, dass ich zwei Meter graben muss wegen Ihnen. Nella prossima predica. Also in der nächsten Predigt. Deve dire che il becchino solo un metro e mezzo. Werden Sie bitte sagen, dass das Grab nur eineinhalb Meter ist. Ma serio, eh? Aber der war wirklich ernst. Arrabbiato, eh? Der war wütend. Oh, dice, devo scavare due metri. No, solo un metro e mezzo. Nein, nicht zwei Meter, eineinhalb. Per me è morto, un metro e mezzo, due metri è la stessa cosa. Weil man, es ist eineinhalb Meter, zwei Meter, tot bleibt tot. Die gleiche oh no. Sache, oder? Oh no. Oder nicht? Tac. Ja. Ja, ja, ja. Ma guarda che è bellissima questa cosa. Aber schau, die Sache ist wundervoll. E se noi proprio la focalizziamo in un modo più attento, also wenn wir eben da wirklich aufpassen, quelli
che vogliono mantenere la morte. Die, die den Tod behalten möchten, che pensano di essere vivi, die, die glauben, dass sie leben, muoiono. Die werden sterben. La parola di Dio, no? Das Wort Gottes. Le guardie vive, die Wächter leben, rimangono morte. Die sterben. Il morto, aber der Tote, che non può fare niente, der nichts machen kann, un terremoto, da kommt ein Erdbeben, la pietra si rimuove, der Fels bewegt sich, ed è vivo, und er lebt. La morte diventa vita. Der Tod wird zum Leben. Alleluia. 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 È bellissima sta roba qua, non è vero? Wunderschön diese Sache, oder? Tac, tac. Dove c'è la morte, wo der Tod ist, nasce la vita. Gebiert das Leben, oder? Dove sembra che tutto termini, wo man glaubt, dass alles aufhört, nasce la vita. Kommt das Leben zur Welt. Gesù dice, Jesus sagt, sei il seme, sei il seme, caduto in terra, non muore, non produce frutto. Also Jesus sagt, der Samen, der zum Kopf fällt, der stirbt nicht. Se der muore, macht Frucht. Se muore, wenn er stirbt, da molto frutto. Dann wird er eben sehr viel Frucht geben. È la legge del Vangelo. Das ist eben das vom Evangelium. È la meraviglia del Vangelo. Das ist das Wunder des Evangeliums. Quello che sembra morte, das was tot scheint, è vita. Ist Leben. Chi invece pensa di essere nella vita, und wer aber glaubt, dass er im Leben di avere ist, il dominio della vita, der glaubt, dass er die Dominanz über das Leben hat, muore. Der stirbt. È stato molto bella un'esperienza che io ho fatto a San Paolo. Also dieses Erlebnis, das ich gemacht habe in San Paolo. San Paolo, alcuni anni fa. In Brasile. Also in Brasilien, San Paolo, eben vor einigen Jahren. Alcuni anni fa. Mi hanno chiamato in una casa. Sie haben mich in ein Haus gerufen. E perché per cercare di aiutare una ragazza, una signora di 31 anni. Und da haben sie mich eben gebeten, einer Dame zu helfen, die 31 Jahre hatte. Era dell'alta società. Und sie war quasi vom Adel. Ricchissima. War sehr, sehr reich. Dei più ricchi di San Paolo. Also einer der reichsten Leute aus San Paolo. Ragazza, diese Frau, era considerata la terza più bella donna di San Paolo. Die wurde gehandelt als die drittschönste Frau São Paulos. E lei viveva sempre mettendosi le cose, il rossetto. Die hat halt immer auch gelebt, damit sie immer Make-up facendo draufgegeben ginnastica, hat. Sie hat Sport gemacht. Mettendosi il Botox. Die eine Detox gemacht perché hat. Era la più bella di war San ja Paolo. Die schönste von São Paulo. Era tutto là e mi invitano ad andare a casa sua. Sie haben mich eben eingeladen, in ihr Haus zu gehen. E io trovo questa signora, questa ragazza di 31 anni. Und ich habe diese Frau getroffen, diese 31-jährige Frau. A letto. Ist im Bett. Con un cancro. Mit einem Krebs. Senza capelli. Ohne Haare. Magra. Ganz abgemagert. Bianchissima. Und leichenweich. Il marito. Der Ehemann. Vedendo che lei aveva un tumore, l'aveva abbandonata. Der Ehemann hat eben gemerkt, dass er einen Tumor hat und hat sie verlassen. Perché non era la più bella della città. Weil sie war nicht mehr die schönste der Stadt. Vado là in camera sua. Ich gehe also hinein in ihr Zimmer. E lei si gira dall'altra parte. Und sie dreht sich da von der anderen Seite. Mi dicendo non voglio sapere niente di Dio. Und sie sagt mir, ich will eigentlich gar nichts wissen von Gott. Guarda come Dio mi ha fatto. Schau dir an, wie Gott mich gemacht hat. Non è vero che questo Dio vuole bene. Das stimmt gar nicht, dass dieser Gott nur Gutes möchte. Sono un verme. Ich bin ein Wurm geworden. Mi hanno abbandonato tutti. Alle haben sie mich verlassen. Sono bruttissima. Ich bin hässlich geworden. Ho perso tutti i capelli. Ich habe alle Haare verloren. Vattene via. Geh weg. Vattene via. Verschwinde. Io sono rimasto un po' là. Ja, und ich bin halt ein bisschen dort geblieben. E dopo 5 minuti. Und nach 5 Minuten. Ho detto va bene, vado via, però posso pregare un pochino per te. Habe ich gesagt, ist okay, ich gehe schon weg, aber kann ich ein bisschen für dich beten?
E lei, beh, va bene, va bene. Na gut, okay. Però si è girata dall'altra parte senza guardarmi. Aber sie hat sich umgedreht und hat mich nicht angeschaut. Io ho pregato per lei. Ich habe für sie gebetet. Così è stato per due o tre volte. Und so ist es auch zwei, dreimal passiert. Questa donna sempre con un sacco di medicinali, di chemioterapia. Also diese Frau hat einen ganzen Kübel von Medizinen schlucken müssen, hat immer Chemotherapien gemacht. Il papà e la mamma ricchissimi. Eben der Papa und die Mama waren ja steinreich. Provando tutti i modi per poter guarire. Und haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um sie zu heilen. La sorella dottoressa. Die Schwester war sogar eine Frau Doktor. Lottando contro la natura perché voleva guarire la sorella. Sie hat gegen die Natur gearbeitet, um ihrer Schwester zu helfen. Due anni è durata la cosa. Und zwei Jahre lang hat das gedauert. Io ho viaggiato per alcuni mesi. Ich bin für ein paar Monate verreist. Poi sono tornato. Bin dann zurückgekehrt. Un mese prima di morire sono tornato da lei nuovamente. Und eben einen Monat bevor sie gestorben ist, bin ich zu ihr gegangen. Vado in camera sua. Ich gehe in ihr Zimmer hinein. Aveva un sorriso bellissimo. Und sie hatte ein wunderschönes Lachen. Una luce negli occhi. Ein Leuchten in den Augen. Sorridente mi ha accolto. Und lachend hat sie mir erzählt. Era magrissima. Sie war immer noch spindeldürr. Magrissima. Ganz dünn. Mi ha guardato. Sie hat mich angeschaut. E mi ha detto. Und hat mir gesagt. Tutti. Alle. Mi dicono. Alle sagen sie mir. Che la malattia mi ha distrutto. Dass mich die Krankheit zerstört hat. Ma io, aber ich, nella malattia, habe in der Krankheit, ho incontrato Gesù, habe in der Krankheit Jesus getroffen. E adesso, und jetzt, so che sto morendo, weiß ich, dass ich sterbe. Sto facendo di tutto per dare pace e serenità alla mia famiglia. Und ich tue alles, um Frieden meiner Familie zu geben. Nella morte ho trovato la vita. In dem Tod habe ich das Leben gefunden. Chi pensa di avere la vita? Wer glaubt, dass er das Leben hat? E cerca di dominare la morte? Und wer versucht, den Tod zu dominieren? Muore triste. Der wird traurig sterben. Chi invece come il seme cade per terra e muore? Wer aber wie der Samen zu Boden fällt und stirbt? Dalla vita. Der gibt Leben. Riceve vita. Und er erhält Leben. Quindi bisogna capire questo cammino. Also man muss diesen Weg verstehen. Questo cammino spirituale. Diesen spirituellen Weg. Per poter scoprire la vita, io devo morire. Um das Leben zu entdecken, muss ich sterben. E voi fate l'esperienza anche nel vostro matrimonio. Und ihr werdet diese Erfahrung auch in der Ehe machen. Non è vero? Stimmt das nicht? Per poter vivere assieme, io devo essere disposto a morire. Um gemeinsam leben zu können, muss ich gewillt sein zu sterben. Se non mi separo, divorzio. Wenn nicht, werde ich mich scheiden lassen. E oggi, quando succedono i primi screzi, le prime difficoltà, si separano le persone. Heute ist es ja so, naja, wenn die ersten Schwierigkeiten entstehen, dann lasst man sich sofort scheiden. Perché non hanno capito che bisogna morire per vivere. Weil sie haben nicht verstanden, dass man erstmal sterben muss, um dann zu leben. Chi vuole vivere, ma è morto, rimane morto. Wer leben möchte, aber eigentlich tot ist, der bleibt tot. Invece se uno muore, aber wenn einer stirbt, a se stesso, für sich selbst stirbt, vive. Der lebt. Questo è il segreto della vita. Das ist das Geheimnis Questa des Lebens. È la cosa bella. Das ist diese schöne Sache. Ne? Poter capire che io vivo ed ho vita nella mia morte. Das ist das Schöne, zu verstehen, dass ich lebe und Leben gebe in meinem Tod. Quando io muoio nelle mie idee. Wenn ich mit meinen Ideen sterbe. Quando io muoio nel mio egoismo. Wenn ich mit meinem Egoismus sterbe. Rivivo. Dann werde ich e faccio rivivere. Und mache Leben. E questo è una cosa che deve crescere sempre di più. Und das ist eine Sache, die immer weiter wachsen muss. Il segreto della vita. Das ist das Geheimnis des Lebens. Il segreto dell'amore.
Das Geheimnis der Liebe. No, non sopportarsi, ma amarsi. Nicht sich aushalten, non separarsi, nicht sich trennen, ma morire nell'altro. Aber im anderen sterben. Perché cosa ha fatto? Qual è l'amore trinitario? Qual è? Was ist diese dreieinige Liebe? Il padre, der Vater, che muore nel figlio, der im Sohn stirbt, il figlio, der Sohn, che muore nel padre, im Vater stirbt, e questo rapporto di amore, und diese, dieses Verhältnis von eternamente Liebe, dallo Spirito Santo, wird für ewig im Heiligen Geist sein. E un dimenticarsi di se stessi per gli altri, es ist ein sich quasi selbst aufgeben für den anderen, che permette di dare la vita. Dass es mir erlaubt, im Leben zu bleiben. Questo è il segreto della vita. Das ist das Geheimnis des Lebens. E quindi oggi, e soprattutto adesso, soprattutto dopo pranzo, lo chiederemo. Also heute werden wir das machen, vor allem nach dem Mittagessen werden wir darum bitten. Poter non tanto capire con la testa, also wir dürfen es nicht nur mit dem Kopf verstehen, ma con tutto l'essere. Aber mit dem ganzen Sein. Io devo morire, ich muss sterben, per dare la vita, um Leben zu geben. E voi mamme, mi dite che fate questa esperienza, voi mamme. Mamma. Also ihr Mütter, ihr sagt mir ja, ihr macht non, diese non è vero, Erfahrung. Ma. Non è vero, mamma. Stimmt das denn nicht, Mama? Quando stai dando la vita, wenn du Leben gibst, a tuo figlio, an deinen Sohn, an deine tu Tochter, soffri i dolori del parto. Dann tut dir alles weh, dann leidest du. E ti sembra di morire. Und dir kommt es vor, als würdest du sterben. Non è vero. Das stimmt doch, oder? Dolori fortissimi. Das sind wahnsinnige Schmerzen. Ma quando viene fuori il bambino, aber wenn dann das Kind herauskommt, e senti, und du spürst, ti dimentichi del dolore che hai avuto. Dann vergisst du jeden Schmerz, den du gehabt hast. Oh, così mi dicono, io non ho mai avuto un bambino nella pancia. Quindi... Sagen sie mir das so, also ich habe ja nie solche Schmerzen gehabt. Ma lo dite voi che è così, non è vero? Ihr Mütter müsst mir das sagen. No, la morte chiama vita. Es ist ein Tod, der zum Leben wird. E ugualmente il bambino. Und so wird eben auch das Kind. Per uscire dal ventre della madre. Um eben aus dem Bauch der Mutter herauszukommen. Deve morire da una sicurezza che gli dà il ventre della madre. Muss er eben quasi sterben aus dieser Sicherheit, die ihm der Bauch gibt. Perché riceve riceve tranquillità, cibo. Er kriegt dann Frieden und Ruhe und auch Essen. E là tranquillo nel liquido amniotico, e là tranquillo dentro la pancia. Also eben, weil er ist ja in diesem Bauch so ruhig und so gelassen, kriegt dort alles. Quando esce, aber wenn er dann hinausgeht, deve morire da una sicurezza, muss er eben von dieser Sicherheit sterben, per affrontare la vita, um dann das Leben zu bekommen. Amen. Amen. È vero o non è vero? Also stimmt das oder stimmt das nicht? Tako nije. Non rispondere. Ja? Ja oder ja, nein? Ja, 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 ja. Ce la fate ancora un altro pochino e poi chiudiamo? Also schaffen wir noch ein kleines Stückel und dann hören wir auf? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vamo là allora. Na gut. Allora, allora l'angelo disse alle donne. Also der Engel aber sagte zu den Frauen. Non dovete avere paura. Fürchtet euch nicht. Non dovete avere paura. Ihr dürft keine Furcht haben. Mamma mia, Padre Antonello. Mamma mia, Padre Antonello. Lei mi sta dicendo tante cose. Er sagt mir so viele Sachen. Ho paura che non ce la faccio. Ich habe Angst, dass ich es nicht e schaffe. Poi dopo che cosa penseranno gli altri? Und was werden dann die anderen denken? Padre, ho paura. Also ich habe Angst. Viviamo di paura. Wir leben ja alle in Mamma Angst. Mia, di paura sempre. Also immer diese Angst. Non è vero. Che cosa mi succederà lì? Das stimmt nicht. Was wird mir denn dort passieren? Vedi, la piccolina invece non hai paura di niente, non è vero? Aber die Kleine hier, die hat keine Angst vor irgendwas, oder? Ja? Ja? Ecco qui. No, viviamo nella paura. Wir leben in der Angst. Ma se per caso impariamo nuovi canti, il parroco comincia a dire no, questi non vanno bene.
Also wenn wir dann vielleicht zufälligerweise neue Lieder lernen und der Pfarrer sagt dann, aber nein, die gehen da gar nicht. È meglio fare sempre quei canti. Also nicht immer diese Lieder da. Di Adamo ed Eva. Di Adamo ed Eva. Canti dei tempi di Adamo ed Eva, dei tempi della, di 20.000 anni fa. Also wir geben ihm da Lieder, die sind schon so alt, schon vor 20.000 Jahren hat es die gegeben. Da haben wir dann Angst, oder? Non avere paura. Aber da sagen wir, nein, ihr dürft keine Angst haben. Non avere paura. Nein, habt keine Angst. Se ti viene un'idea di poter fare del bene, proponila. Wenn dir eine Idee kommt, um Gutes zu machen, sag sie vor. Perché qual è la tutto quello che adesso stiamo facendo, in che cosa porta? Also alles das, was wir gemeinsam jetzt machen, zu was führt das? Porta al fatto che a un certo punto. Das führt zu der Tatsache, dass auf einem bestimmten avviene Punkt un particolare. Ein Detail passiert. Che vi dico. Und dieses Detail sage ich euch. Guardate la parola di Dio. Schaut euch an das Wort Gottes. Guardate la parola, interessante. Schaut es euch an, das ist interessant. Perché? Riprendete in mano la parola. Also nehmt wirklich die Bibel in die Hand. Guardate che interessante. Schaut euch an, wie interessant das abbiamo ist. Detto. Wir haben ja gesagt. Passati sabati. Also diese vergangenen Sabbate. Il primo giorno della settimana. Der erste Tag der Woche. Abbiamo visto che succede un grande terremoto. Wir haben eben gesehen, dass ein großes Erdbeben kommt. Abbiamo visto che appare un angelo. Wir haben gesehen, dass der Engel erscheint. Splendente come la luce. Leuchtend wie der Blitz. Le sue vesti bianche come la neve. Das Gewand so weiß wie Schnee. Ne? Le guardie vive che muoiono. Wir haben gesehen, die lebenden Wachen, die sterben. Ma Gesù non c'è ancora. Aber Jesus ist noch nicht da. Maria Maddalena e l'altra Maria non vedono Gesù. Maria Magdalena und die andere Maria sehen ihn noch nicht. Ah, com'è? Wieso? Gesù è scomparso. Jesus ist verschwunden. Non c'è più Gesù. Er ist nicht mehr da. Appare l'angelo. Der Engel erscheint. La vita da morte diventa vita. Der Tod wird zum Leben. Tutto deve essere un terremoto. Es entsteht ein Erdbeben. Io comincio a capire tante cose. Ich fange schon langsam an, diese Dinge zu verstehen. Ma Gesù non appare. Aber Jesus erscheint nicht. E allora Gesù è morto o è vivo? Also wie jetzt? Ist Jesus tot oder ist er am Leben? Il sepolcro è vuoto. Das Grab ist leer. Ma dov'è Gesù? Aber wo ist Jesus? Dovrebbe apparire. Er sollte ja erscheinen. E dovrebbe dirmi, puoi offrirmi un Wüster di Austria? Also er sollte mir scheinen und mir sagen, ein... O una birra dell'Austria? Ah, also bitte gib mir jetzt ein Bier aus Österreich. Non so, darmi un panino austriaco. Mir ein österreichisches Brötchen. Invece niente, non appare Gesù. Aber nein, nichts passiert, Jesus erscheint nicht. Come mai? Wieso ist das so? Perché? Gesù dovrebbe apparire subito. Weil Jesus sollte ja sofort erscheinen. E dite, guardate che bello. Und sagen, schaut euch an, wie schön. Ho fatto io il terremoto. Ich habe das Erdbeben gemacht. Ho mandato io l'angelo. Ich habe den Engel gesendet. Ho io girato la pietra. Also ich habe den Fels wegbewegt. Invece niente. Aber nein, nichts. Perché? Wieso? Che cosa vuole dire Matteo con tutta sta roba qua? Was möchte uns denn Matthäus mit all diesen Dingen sagen? Vuole dire una cosa molto importante. Er möchte uns eine sehr, sehr wichtige Sache Se sagen. Se voi guardate la parola di Dio, wenn ihr euch das Wort Gottes anschaut, adesso, jetzt, che cosa avviene? Was kommt jetzt? L'angelo, der Engel, dice alle donne, der Engel sagt zu den Frauen, andate ad dire agli apostoli, geht um den Aposteln zu sagen, che Gesù non è qui. Dass Jesus nicht hier ist. È risorto. Er ist auferstanden. Quello che era crocifisso. Der gekreuzigt worden ist. Loro. Sie. Le donne piene di gioia. Also die Frauen voller Freude. State vedendo, sì? Ihr seht das ja, oder? Sì o no? Ja oder ja, nein? Ja. Hm? Loro piene di gioia. Also die Frauen voller si Freude. Si incamminano. Machen sich auf den Weg, corrono, sie laufen, per annunciare agli apostoli la buona novella. Sie laufen, um den Jüngern die gute Nachricht zu verkünden. Ma Gesù non l'hanno visto. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. No, loro solamente corrono,
sie laufen. Perché un angelo ha detto loro. Weil ein Engel es ihnen gesagt hat. Però non hanno fatto esperienza di Gesù. Aber sie haben Jesus nicht vivo. Erlebt. Den lebenden Jesus. Quando fanno esperienza di Gesù vivo? Und wann erleben sie den lebenden quando Jesus? Noi facciamo esperienza di Gesù vivo? Wann erleben wir den lebenden Jesus? Vediamo. Das sehen wir. Lascio a voi la risposta. Das lasse ich euch die Antwort über. Quando Maria Maddalena fa esperienza di Gesù vivo? Also wann erlebt Maria Magdala den lebenden Jesus? Quando io faccio l'esperienza di Gesù vivo? Wann erlebe ich den lebenden Jesus? Rispondetemi. Antwortet mir. Come? No, non c'è scritto nell'Eucaristia. È nell'Eucaristia, sì, ma qui in questa parola. Also, in questa... es stimmt schon, ja, wir leben in der Eucharistie, aber hier im Wort steht das nicht. L'Eucaristia è il punto principale della nostra vita, ma qui c'è un altro messaggio. Ja, die Eucharistie ist schon der wichtigste Punkt in unserem Leben, aber da ist noch eine andere Nachricht. Ditemi. In Galilea ist Jesus zu finden. In Galilea, che è in Galilea. No, leggete la parola. Nein, nein, lest das hier noch einmal. La parola, non cercate di, perché noi conosciamo il Vangelo, quindi diamo risposte. No, also, nella wir parola, denken, in quello wir che... das Evangelium und geben die Antwort, aber na, lest in, wirklich in quello che stiamo leggendo, in questo brano. In diesem Absatz. In questo brano. In diesem kleinen Teil. Nell'annuncio. In Licht, sagt er. Ma quando avviene? Loro stanno andando also, wann ad annunciare. Die Frauen gehen weg, um es zu verkünden. Quando erano sul cammino. Quando erano sul cammino, andiamo avanti, forza. Also wir gehen weiter, weil als sie am Weg waren. Loro si stanno incamminando perché l'angelo ha detto andate ad annunciare che Gesù non è più, non è qui, non è morto ma è vivo also nel cammino. Sie am Weg waren, che cosa succede? Was passierte dann eben am Weg? Cosa dice la parola di Dio? Nel cammino? Also was sagt uns das Wort Gottes am Weg, als sie am Weg waren? Nel cammino incontrano chi? Padre Antonello. Wen treffen sie dann dort? So. Chi è che incontrano nel cammino? Wen treffen sie dort? Gesù. Jesus. Ma non l'avevano incontrato prima. Aber sie haben ihn vorher nicht getroffen. Lo incontrano quando? Wann treffen sie ihn denn? Quando stanno camminando. Als sie am Weg waren. Quando stanno camminando per andare a pranzo tra poco o per far perché? Also, wo sind sie denn hingegangen? Was haben sie gemacht, um bald Mittagessen zu gehen oder was war da? Quando andavano ad annunciare, als sie eben am Weg waren zu verkünden, che Gesù è vivo, dass Jesus lebt, vanno ad annunciare agli apostoli che Gesù è vivo. Sie waren eben am Weg, um den Jüngern zu verkünden, dass Jesus lebt. Questo particolare è importantissimo. Dieses eine Detail ist wichtig. Io posso sapere tutto su Gesù. Ich kann alles wissen über Jesus. Perché l'angelo me lo dice. Weil der Engel sagt es mir. Perché il parroco me lo dice. Weil der Pfarrer sagt es mir. Perché il catechismo me lo dice. Weil es der Katechismus mir sagt. Ma io. Aber ich. Incontro Gesù. Ich werde Jesus erst dann quando treffen, tutto quello che ho imparato. Wenn ich alles das, was ich gelernt tutto habe, quello che ho visto. Alles was ich gesehen habe. La pietra è stata rimossa. Der Fels, der wegbewegt il sepolcro è vuoto. Das Grab ist leer. È avvenuto un terremoto nella mia vita. Es ist ein Erdbeben in meinem Leben geschehen. La mia vita da morto è diventato vita. Mein Leben war tot und ist auch zum Leben geworden. Cosa faccio io? Und was mache ich? Pieno di gioia. Voller Freude. Vado ad annunciare agli altri le meraviglie che io ho sperimentato. Gehe ich und werde den anderen die Wunder verkünden. Solo. Und nur in quel momento. Nur in diesem Moment. Gesù. Kommt Jesus. Appare. Und erscheint mir. A Maria Maddalena. Und erscheint auch Maria Magdalena. Solo quando io annuncio. Nur wenn ich verkünde.
È chiaro? Ist das klar? Cioè, io posso ricevere l'Eucaristia. Also, ich kann die Eucharistie empfangen. Io posso confessarmi. Ich kann beichten. Io posso ascoltare tante catechesi del parroco di Padre Antonello. Also, ich kann tausende Katechesen von Padre Antonello auch zuhören. Io posso leggere tutto sulla parola di Dio. Ich kann alles über das Wort Gottes lesen. Ma aber Gesù si manifesta a me. Aber Jesus wird sich erst dann zeigen, quando io vado ad annunciare le meraviglie di Dio. Wenn ich losgehe und die Wunder Gottes verkünde. Ad annunciare agli altri. Wenn ich losgehe und sie den anderen verkünde. Alleluia. Alleluia. Se non rimane tutto una cosa interiore. Sonst bleibt alles so eine innere Sache, eine Sache für mich. Una conoscenza intellettuale. Ein intellektuelles Wissen. Na, io mangio l'Eucaristia. Also ja, ich nehme die Eucharistie zu mir. Bello. Schön. Evidente. Ja, wirklich, ja. Ma Gesù si manifesta. Aber Jesus zeigt sich dann. Ti fa forte nell'Eucaristia. Er gibt dir die Kraft in der Eucharistie. Per poter andare a dire agli altri le meraviglie che Dio ha compiuto su di te. Er gibt dir die Kraft, um loszugehen und den anderen zu zeigen, was Jesus für dich getan hat. Le meraviglie che tra voi qui nella parrocchia avvengono. Er gibt dir Kraft, um zu zeigen, die Wunder, die durch euch in dieser Pfarre geschehen werden. Allora, solamente allora Gesù appare a te. Und nur dann wird sich Jesus dir zeigen. E cosa fanno le Maria Maddalena e l'altra amica? Und was macht jetzt Maria Magdalena und die andere Freundin? Si inginocchiano. Sie knien sich nieder. Abbracciano Gesù. Sie umarmen Jesus. E adorano Gesù. Und sie preisen und loben ihn. Perché Gesù vivo si fa presente davanti a loro. Weil sich eben der lebende Jesus ihnen zeigt. Ma non si fa presente prima. Aber er zeigt sich nicht vorher. Si fa presente nel momento che loro accettano. Er zeigt sich ihnen dann in dem Moment, wo sie akzeptieren. Il messaggio dell'angelo. Wo sie akzeptieren die Nachricht vom Engel. Che dice andate ad annunciare. Der sagt geht und verkündet. Tutto quello che avete visto. Alles das, was ihr gesehen habt. Il terremoto. Das Erdbeben. L'angelo pieno di luce. Der Engel voll Licht. La pietra rimossa. Der wegbewegte Felsen. Le guardie morte. Die gestorbenen Wachen. Il sepolcro vuoto. Das leere Grab. Hanno fatto esperienza. Sie haben Erfahrungen ma gemacht. Solamente quando loro vanno ad annunciare queste meraviglie. Aber nur eben dann, wo sie diese Wunder verkünden. Gesù appare. Zeigt sich ihnen Jesus. Questa è la chiave che molte volte noi tralasciamo. Das ist der Schlüssel, den wir eben sehr, sehr viele Male auslassen. È per quello che non rimaniamo molte volte insoddisfatti. Und das ist auch der Grund, wieso wir eben sehr viele Male unzufrieden bleiben. Papa Francesco dice. Papst Franziskus sagt, la chiesa deve essere una chiesa in uscita. Die Kirche soll eine Kirche sein, die losgeht, im Ausgang begriffen la ist. La chiesa deve procurare la periferia. Die Kirche muss eben die Peripherie auch mit einbeziehen. Con la periferia, Papa Francesco, vuole dire quelle persone che sono lontane da Dio. Und mit der Peripherie meint der Papst Franziskus die Leute, die weit weg sind von Gott. E allora che cosa avviene? Also was passiert dann? Avviene qui quello che è i carismi di ciascuno di noi. Also es passiert dann eben, dass die Charismen zu jedem von uns herabkommen. Per esempio. Zum Beispiel. Le ragazze cantano e suonano. Die Mädchen, die spielen und singen. Se loro fanno esperienza del terremoto, wenn sie das Erdbeben erleben, dell'amore tra voi, wenn sie die Liebe zwischen ihnen erleben, della vita nuova tra voi, das neue Leben erleben, dell'angelo che dice coraggio, datevi da fare, den Engel, der sagt, na komm, traut euch, macht was, coraggio, fate una corale con 200 persone, traut euch, macht einen Choral mit 200 Personen, perché fanno esperienza. Weil sie die Erfahrung cosa machen, succede?
Was passiert? Il loro gioco di amore, cantando in chiesa, li porta ad annunciare ai loro amici giovani. Die Freude, die sie selbst verspüren in der Kirche, während sie singen, bringt sie dazu, zu ihren Freunden zu gehen und das zu verkünden. Che Gesù è risorto. Zu verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Un altro, uno in mezzo a voi, uno, due, tre in mezzo a voi. Ein anderer, eine, zwei, drei Leute inmitten von euch. Dicono, io sento molto poter aiutare quelli che sono negli ospedali. Die sagen vielleicht, naja, so ich fühle schon, ich könnte denen im Spital schon helfen. Siccome io qui. Und so, wo ich hier bin, nella parrocchia sperimento il terremoto che avviene, l'angelo e bla e bla e bla. Also hier, die ich hier bin und die in der Pfarre dieses Erdbeben auch spüre, den Engel, der kommt, spüre. Cosa faccio? Was mache ich dann? Vado là nell'ospedale. Dann muss ich hingehen ins Spital. Perché ho il carisma di aiutare gli ammalati. Weil mir das Charisma, den Kranken zu helfen. Gesù, e Gesù appare. Und dann, wenn ich losgehe, erscheint prima mir no. Jesus. Prima no. Aber nicht vorher. Perché io annuncio. Weil ich muss verkünden. Io invece sento che sono portato ad andare in piazza a parlare di Gesù. Also wieder ein anderer, der fühlt sich dann, naja, so ich bin dazu getragen, in den Platz zu gehen und über Jesus zu reden. Soprattutto ai giovani. Vor allem mit den Jungen darüber zu reden. Con mio marito. Mit meinem Ehemann. Dov'è? Eccolo là, con mio marito. Steckt sich, vado, perché ho sperimentato la potenza. Weil ich eben die Kraft dell'Eucaristia, der Eucharistie erlebt dell'amore habe, tra noi, die Kraft der Liebe zwischen uns, dell'amicizia, der Freundschaft. Che bello essere cristiani. Wie schön es nicht ist, Christen zu cosa sein. Cosa faccio? Was mache ich? Con mio marito. Gemeinsam mit meinem vado Ehemann, nelle piazze principali. Gehe ich in die Hauptplätze von Wien. Con le musiciste che suonano la chitarra. Mit den Musikern gemeinsam, mit der Musikerin, die Gitarre spielt. In mezzo ai giovani. Inmitten unter den jungen Leuten. E come dice la parola di Dio, und lui si manifesta. Das Wort Gottes, dann zeigt sich Jesus. E Gesù si manifesta. Und Jesus zeigt sich. Io invece sono un po' vecchietto. Ein anderer wieder, also ich bin ein bisschen alt. Non posso, non me la sento di andare in mezzo ai giovani, also nelle piazze. Ich fühle mich da nicht, dass ich mitten unter die jungen Leute gehe auf ma den Platz. Ma ho dei vicini. Aber ich habe Nachbarn. Che sono un po' tristi. Die ein bisschen traurig sind. Che là rimangono sempre chiusi. Die immer in ihrer Wohnung bleiben, immer eingesperrt. I figli non vanno mai a trovare i loro genitori. Die Kinder, die nie ihre Eltern besuchen gehen. E sono vicini. Und das sind ja meine Nachbarn. Siccome in parrocchia io faccio l'esperienza di Gesù vivo. Also jetzt, wo ich hier in der Pfarre das Erlebnis vom lebenden Jesus habe. Vado a trovare queste persone vicine di casa. Dann werde ich diese Nachbarn besuchen gehen. Solo per stare con loro. Nur um mit ihnen gemeinsam zu sein. Bere una birra in più. Um vielleicht ein Bierchen mehr zu trinken. E Gesù si manifesta. Und dann zeigt sich Jesus. Juhu! Juhu! E avviene la gioia. Und die Freude kommt. Noi possiamo fare esperienza di Gesù vivo. Wir können dann die Erfahrung vom lebenden quando Jesus ascolto machen. La parola dell'angelo che dice non abbiate paura. Wenn ich dem Wort zuhöre und der Engel, der sagt, habt keine Angst. Andate ad annunciare. Geht los und verkündet. Quello che avete visto. Verkündet das, was ihr gesehen habt. L'amore che esiste tra voi. Die Liebe, die unter euch entsteht. Andate ad annunciare. Geht los und verkündet sie. Perché la gente aspetta la gioia. Weil die Leute, die warten auf die Freude. Che voi state sperimentando. Die Freude, die ihr erlebt. Nella vostra piccola parrocchia. In eurer kleinen Pfarre. Nel vostro volervi bene. Nel vostro volervi bene. In eurem einander liebhaben. Invece a un altro gli piace molto di più andare in mezzo ai bambini. Wieder einem anderen gefällt es vielleicht wirklich unter die Kinder zu gehen. E siccome io sperimento la gioia che c'è tra noi. Und wie ich eben diese Freude erlebe, die unter uns ist. Vado in mezzo ai bambini. Gehe ich unter die Kinder. Per dare la vita. Um dort das Leben zu geben. E là Gesù si manifesta. Und dann zeigt sich Jesus. Sia ben chiaro. Das muss euch klar sein. Là solamente Gesù si manifesta. Nur
dann offenbart sich Jesus. Là Gesù si manifesta. Dort offenbart er sich. Io vengo per partecipare alla messa. Ich gehe um der Messe beizuwohnen. Gesù è Eucaristia. Jesus ist in der Eucharistie. Che è in me. Der in mir. Nell'Eucaristia. In der Eucharistie. Dice. Und er sagt quello mir, che ha detto agli apostoli. Er sagt mir das, was er den Aposteln gesagt date hat. Date da mangiare anche a chi non ha fame. A chi ha fame. Gebt auch denen zu essen, die Hunger haben. Allora Gesù appare. Dann offenbart sich Jesus. E questo è bellissimo, sapete? Es ist ja das Wunderschöne, wisst ihr das? Bellissimo. In Polonia, per esempio, in Polen zum Beispiel, era Claudinho, questo qui, so Claudio, der che sta perdendo tutti i capelli con i polonesi, der gemeinsam mit den Polen all seine Haare verliert. Ja, erano lui assieme altri due. Also er war da mit zwei anderen. In mezzo alla grande Stato della Polonia. Gemeinsam mit den beiden in dem riesengroßen Staat Polen. Cosa hanno fatto? Was haben die dort gemacht? Hanno cominciato ad annunciare la parola di Dio. Sie haben angefangen, das Wort Gottes zu verkünden. Non sono rimasti chiusi brasiliani nel loro mondo. Die sind nicht sie als Brasilianer eingeschlossen gewesen in ihrer Welt. Non sono stati là a dire il Brasile è migliore della Polonia. Sie sind nicht dort gewesen, um zu sagen, ja, so Brasilien ist schöner und besser als Polen. Brasile è migliore dell'Italia. Oder Brasilien ist viel besser als Italien. La Polonia è migliore dell'Austria. Oder Polen ist besser als Österreich. L'Austria è migliore non so di che cosa. Österreich ist besser als was weiß ich was. Non sono rimasti là a fare questi pensieri. Sind nicht dort gewesen, um sich diese Gedanken hanno fatto zu l'esperienza dell'amore. Sie haben die Liebe erlebt. Hanno fatto l'esperienza che Gesù ha l'angelo ha trasformato la loro vita. Gesù ha trasformato la loro vita. Sie haben eben erlebt, dass der Engel ihr Leben verändert hat, dass Jesus ihr Leben verändert hat. E hanno cominciato a evangelizzare. Und sie haben angefangen zu evangelisieren. Adesso l'alleanza di misericordia hat diese Gemeinschaft der Barmherzigkeit, la nostra comunità, eben unsere Gemeinde, è presente in 14 città. Sie ist präsent in 14 Städten. Abbiamo più di 2000 membri. Wir haben mehr als 2000 Mitglieder. Io und ich ho visitato in questi anni più di 80 città in Polonia. Habe mehr als 80 Städte in Polen besucht. Per annunciare la parola di Dio. Um das Wort Gottes zu verkünden. Là si incontra Gesù. Und dort erlebt man Jesus. E termino con una cosa che mi è successa. Und ich möchte mit einer Sache aufhören, die mir selbst passiert ist. Stavamo facendo il momento di chiedere lo Spirito Santo con dei preti. Also wir haben gemeinsam mit Priestern den Heiligen Geist gebeten, herabzukommen. Come faremo dopo pranzo. Wie wir auch machen werden nach dem Mittagessen. C'erano 200 preti. Es waren circa 200 Pfarrer und Priester. E quindi abbiamo cominciato a chiedere lo Spirito Santo. Also wir haben eben angefangen, den Heiligen Geist zu bitten. A un certo punto viene un prete. Und an einem bestimmten Punkt kommt dann ein Pfarrer. Un padre altissimo, 1,90, 95. Ein wirklich ganz, ganz großer Pfarrer, der war so 1,90 Meter groß. Con una tonaca tutta nera. Mit einer schwarzen Kutte. Cioè, quasi tutta nera. So fast ganz schwarz. Perché poi c'erano molte medaglie. Weil es waren dann noch einige Verzierungen drauf. Medaglie di sugo, di pomodoro. Und auch Medaillen waren drauf. Medaglie di uovo, medaglie di uovo, medaglie di maionese. Also auf gut Deutsch so ganz, ganz wichtige Medaillen, eben Mayonnaise und Tomaten und Eier, also. Medaglie di vino. Eine Medaille von Wein. Era tutto tatuato. Überall war quasi Era un poco sporca la tunica, diciamo, di tante cose. Also das war eben der Umhang war komplett befleckt, Entschuldigung. Also diese Medaillen waren Flecken, Tomatenflecken, Eierflecken, Weinflecken. Viene lì. Und er kommt eben hin. Io impongo le mani su di lui.
Ich lege meine Hand auf ihn. Così, perché also, era alto, no? Oben, weil er war ja so groß. Tutto, vedo tutte queste medaglie nella tonaca. Und sehe dann halt diese ganzen Flecken auf seinem Umhang. Macchie di olio, là, che corremo. Macchie di olio. Eben ein ganz langer Streifen fließt da schon fast Streifen runter. Streifen a un certo punto questo prete con gli occhi chiusi. Und irgendwann einmal fängt dieser Pfarrer an mit geschlossenen Augen. 73 anni di età. Er war 73 Jahre alt. Comincia a danzare. Und er fängt an zu tanzen. E danza. Und tanzt. E danza. Tanzt immer weiter. Gli altri preti. Die anderen Priester. Lo conoscevano. Die kannten ihn. Guardano. Sie schauen ihn an. E dice, sta danzando. Sagen sich, der tanzt. Lui con gli occhi chiusi che danza. Und er mit den geschlossenen Augen tanzt immer weiter. E tutti gli altri preti felicissimi. Alle anderen Priester, die waren so froh. E cominciano a battere le mani. Und sie fangen an zu klatschen. E lui che danza. Und er tanzt weiter. E 200 preti che danzano, che 200 danza. Pfarrer, die dann anfangen zu klatschen. È stato un 5-10 minuti così. So 5-10 Minuten lang ist es so geblieben. E danzava, danzava. E tutti i preti che piangevano perché conoscevano lui, no? Und alle, also 5-10 Minuten lang hat er einfach weiter getanzt. Und alle anderen Priester, die haben schon angefangen zu weinen, die kannten ihn nämlich. Ma la cosa più bella qual è stata? Aber was war jetzt eigentlich die schönste Sache? Che il giorno dopo. Dass am Tag danach viene il vescovo e mi abbraccia. Kommt der Bischof zu mir und umarmt mich. E mi dice, padre, und er sagt mir, voglio padre, voglio ringraziarlo. Ich möchte dir danken. Perché ieri notte, alle 11 di notte, gestern Nacht um 11 Uhr, mi ha telefonato questo padre, hat mich dieser Pfarrer da angerufen, che era 30 anni che io non sentivo più la sua voce. Und es ist schon 30 Jahre her gewesen, dass ich seine Stimme nicht mehr gehört habe. E mi ha detto, Eccellenza. Und er hat mir gesagt, io non so che cosa mi è successo oggi. Also mir ist, ich weiß gar nicht, was mir heute passiert ist. Ma la chiamo per chiederle perdono. Also Ihre Exzellenz, ich rufe Sie an, um mich zu entschuldigen. Perché ho parlato molto male di lei in tutti questi anni. Also ich habe eigentlich schlecht geredet über sie die ganzen Jahre über. Quando hanno imposto le mani su di me, aber als mir die Hände auferlegt wurden, ho sentito che dovevo chiederle perdono. Habe ich gespürt, dass ich um Verzeihung bitten perché muss. Una vita nuova è nata in me. Weil ein neues Leben in mir entstanden ist. Lo Spirito Santo, der Heilige Geist, trasforma le nostre vite. Er verändert unser Leben. E quindi io sono sicuro. Also ich bin mir sicher, che domani notte, dass morgen Nacht, finita la messa, finita la messa, dass morgen Nacht, sobald dann die prima Messe il parroco, ist, per primo il parroco, dass zuerst der Pfarrer, poi tutti quanti voi, und dann ihr alle, uscirete nelle piazze danzando, rausgeht in die Plätze und tanzt. Juhu, juhu! Va bene. Okay, possiamo interrompere. Also wir können kurz unterbrechen. E preparatevi perché dopo pranzo. Und aber bereitet euch gut vor, weil nach dem Mittagessen. Alle 4 faremo una pazzia. Um 4 Uhr werden wir eine Verrücktheit machen. Ma non vi dico che cosa sarà questa pazzia. Aber ich sag euch nicht, was das sein wird. D'accordo? Einverstanden? Ja. Ja. Grazie a voi. Danke euch.